bin seit 2001 in Moskau. Ich habe zunächst für die Allianz Versicherung als deren Finanzdirektor CFO gearbeitet. Während dieser Zeit habe ich gesehen, dass es mehr und mehr deutsche kleine mittelständische Unternehmen gab, die auf den russischen Markt kamen. Die haben alle dieselben Schwierigkeiten, Herausforderungen gehabt und viele Marktmöglichkeiten gleichzeitig. Und meine Idee war, ein Unternehmen zu gründen, was diesen deutschen mittelständischen kleineren Unternehmen dabei hilft, auf dem russischen Markt erfolgreich Fuß zu fassen. Für mich hat es angefangen, dass ich ein Praktikum gemacht habe im Rahmen des Studiums, wo ich auch ein bisschen Russisch gelernt habe. Dann nach dem Praktikum in Russland bin ich überzeugt gewesen, auch in Russland weiterzuarbeiten. Mhm. Die russische Kultur ist sehr offen, es ist sehr interessant hier zu arbeiten und es bringt einfach die große Möglichkeit, sich hier anders oder vielleicht auch parallel dann zu Europa weiterzuentwickeln in einem anderen Umfeld. Ich bin in Deutschland geboren worden, habe mein ganzes Leben lang in der Nähe von Frankfurt gewohnt. Studiert habe ich in Gießen an der Justus-Liebig-Universität, und zwar moderne Fremdsprachen, Kultur und Wirtschaft, was viel bedeutet wie Russisch, Englisch und BWL. Und habe dann nach dem Abschluss meines Bachelors ein Praktikum absolviert hier in Schneider Group. Das ging ein halbes Jahr lang, und dann habe ich mich für eine feste Stelle hier beworben und wurde glücklicherweise da. Was uns besonders macht, wir sind sehr schnell gewachsen als Unternehmen. Und wir sind sehr schnell gewachsen, weil wir alle sehr motivierte Mitarbeiter sind. Motivierte Mitarbeiter, Kollegen, die immer das Beste für den Kunden erreichen wollen. Ich glaube, das zeichnet alle Kollegen bei uns sehr aus. Das zweite ist, wir haben ein Konzept, wo wir sagen, wir machen eine Art Rundum-Betreuung für unsere Kunden. Im Englischen würde man das nennen One-Stop-Partner-Konzept. Und wir betreuen die Kunden von der ersten Marktanalyse bis zur Umsetzung. Wir sind also eigentlich gar nicht nur ein Beratungsunternehmen, wir sind auch ein Implementierungsunternehmen. Und ich glaube, diese Kombination aus Beratung und Implementierung und einem ganzheitlichen Ansatz, das zeichnet uns besonders aus. In Moskau haben wir momentan ca. 300 Mitarbeiter. Wir sind laufend auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, nach neuem qualifizierten Personal. Mhm. Es ist natürlich so, dass der Arbeitsmarkt in Moskau sich entwickelt, dynamisch ist. Und wir versuchen natürlich auf dem Markt die besten Mitarbeiter für unser Unternehmen zu finden. Wir achten insbesondere natürlich auf sprachliche Fähigkeiten, dadurch, dass wir sehr viele internationale Kunden haben. Darüber hinaus aber auch, dass Menschen also offen für Neues sind, dass sie lernfähig sind und ja, kommunikationsfähig. Wir haben sehr viele Ausbildungsmöglichkeiten intern, auch eine eigene Akademie, die Stars Academy, wo wir permanent für unsere Mitarbeiter intern und teilweise extern Veranstaltungen haben, wo man lernen, sich entwickeln kann. Soft Skills, Hard Skills und gemischt. Vor etwa 3 Jahren bin eben ich dann auch zur Schneider Group gestoßen, weil es einfach die Möglichkeit gegeben hat, sich hier anders im Bereich HR weiterzuentwickeln. Und das war auch der Schritt, warum ich mir gesagt habe, es ist schöner, mit vielen verschiedenen Kunden in verschiedenen Projekten gemeinsam zu arbeiten. Jede Sekunde, jede Minute bei mir ist spannend, kann ich sagen. In der Tat ist es so, alles was ich mache, bringt mir wahnsinnig viel Spaß. Ich bin ein Mensch, der sehr viel Freude daran hat, neue Herausforderungen anzunehmen. Ich habe Freude daran, schwierige Aufgaben dafür Lösungen zu finden. Was mir besonders viel Spaß bringt, kann ich in der Tat sagen, ist die Zusammenarbeit zwischen russischen und deutschen Managern und vielleicht nicht nur Managern, sondern insgesamt das Zusammenführen von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen. Das ist für mich eine besondere Herausforderung, die mir sehr viel Freude macht. Das ist nicht etwas, was bei mir erst in Russland als große Freude geboren ist, sondern das ist etwas, was eigentlich mein Leben insgesamt begleitet hat. Als Jugendlicher bin ich in
Deutschland auf die Straße gegangen und habe demonstriert für die europäische Einigung. Mhm. Das ist jetzt 30 Jahre her. Wir haben damals schon vor 30 Jahren Banner entwickelt, auf denen drauf stand, für einen gemeinsamen Binnenmarkt, mhm. für eine gemeinsame Währung, mhm. weg mit den Grenzen. Und es sind teilweise Ideen, die heute nicht minder aktuell sind. Und an solchen Aufgaben zu arbeiten, das bringt mir jeden Tag immer wieder neue Freude. Am spannendsten ist der Austausch untereinander mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Kunden, eben um zu verstehen, gibt es Problembereiche, gibt es Möglichkeiten, wo wir uns besser entwickeln können. Motivation ist für Mitarbeiter natürlich sehr, sehr wichtig, genauso für uns, weil nur motivierte Mitarbeiter werden auch gute Leistungen bringen, werden sich langfristig wohlfühlen im Unternehmen und nur dann wird eine gute Zusammenarbeit auch funktionieren. Das heißt, Motivationsfaktoren sind natürlich der wichtigste Bereich, auf den sich auch HR fokussieren muss und versuchen natürlich auch demotivierende Faktoren so weit zu minimieren oder auszuschließen, wo das möglich ist. Mir gefällt in erster Linie, dass ich mich selbst weiterentwickeln kann. Das heißt, man hat hier unendlich viele Möglichkeiten, sein Wissen zu erweitern. Man kann sich beweisen, man kann eigene Ideen einbringen und persönlich wachsen. Also, was mir gefällt, ist, dass man eben die Internationalität hat. Wir haben viele deutschsprachige Kunden. Das heißt, man kann in der Arbeit verschiedene Sprachen, Russisch, Deutsch, Englisch verwenden. In der Kommunikation mit den Kunden, in der Kommunikation mit den Kollegen. Die Internationalität spüren wir daran, dass wir natürlich hauptsächlich zwar lokale russische Mitarbeiter haben, aber ansonsten Kollegen haben aus Deutschland, aus Frankreich, aus den USA, aus England, also aus Österreich, aus der Schweiz. Wir sind also sehr breit aufgestellt. Und wenn ich jetzt sage, und natürlich hauptsächlich russische Mitarbeiter, dann empfinde ich das auch als eine sehr große kulturelle Vielfalt, weil es nicht nur Moskauer sind, sondern wir haben sehr viele Kollegen, die aus den Regionen nach Moskau hinzugereist sind, hinzugezogen sind. Und ich glaube, es ist ja kein Geheimnis, dass man sagen kann, wenn man Moskau kennt, dann kennt man nicht Russland. Aber wenn man Schneider Group kennt, dann gewinnt man einen sehr guten Überblick über viele russische Regionen und die verschiedenen Kulturen, die wir in unserem Unternehmen vereinen. In unseren Besprechungsräumen, die sind alle nach unseren Büros benannt. Es geht sich insgesamt von der Anzahl leider nicht aus, da wir mehr Büros als Besprechungsräume haben. Allerdings sind eben alle nach unseren Offices benannt, damit es einfach einfacher ist, sich zurechtzufinden, und es macht ein bisschen ein persönliches Gefühl, dass man sich eben in Almaty trifft, in Kiew trifft, in Moskau trifft, die ganze europäische Welt unserer Büros zusammen vereinbart. Wenn es um Begegnungen geht, dann kann ich mal über eine sehr schwierige Herausforderung sprechen. Vor etwa 4 Jahren im Rahmen der tragischen Krise um die Ukraine, wir haben auch ein Büro in Kiew, kam es auch zu großen Spannungen zwischen Mitarbeitern unseres Moskauer Büros und unseres Büros in Kiew. Und ich habe es so empfunden, Kollegen, die zuvor gute Freunde waren und sich sehr gut verstanden haben, zwischen denen führte es auf einmal von heute auf morgen zu vielen Missverständnissen, teilweise sogar zu Konflikten, zu ernsten Auseinandersetzungen. Und was wir gemacht haben ist, wir haben allen Kollegen in Moskau angeboten, dass wir ein Wochenende nach Kiew fliegen, damit die Moskauer und die Kiewer Kollegen sich treffen. Es haben nicht sehr viele Kollegen aus Moskau das Angebot angenommen, aber einige schon. Und wir waren dann mit etwa 15 Moskauer Kollegen von etwa 250. Mit 15 Moskauer Kollegen waren wir in Kiew und wir haben ein tolles Wochenende der Moskauer und Kollegen zusammen mit den Kiewer Kollegen verbracht.
gebracht. Und diese Art von einfachen menschlichen Begegnungen hatte einen sehr großen, sehr positiven Effekt auf das Miteinander zwischen den Kollegen im Moskauer und im Kiewer Büro. Das war von verschiedenen Teams, Zusammenarbeit in verschiedenen Fachbereichen, Leute von Buchhaltung gemeinsam an dem Projekt mit juristischen Kollegen, mit Steuerkollegen, vielleicht auch mit IT, die gemeinsam an dem Projekt dann arbeiten. Und das wirkt sich natürlich auf die Kultur positiv aus. Wir haben in der Welt im Moment in der Tat sehr große Herausforderungen, die hauptsächlich im politischen Bereich liegen. Also Deutschland ist eine Gesellschaft, die den Diskurs, die sowohl den Kompromiss liebt, aber die auch Diskussionen liebt. Mhm. Und das empfinde ich auch als sehr positiv. Und ich finde es sehr gut, dass wir in Deutschland sehr viele Diskussionen, sehr offene Diskussionen über schwierige Fragen der Welt haben. Gleichzeitig müssen wir natürlich in Deutschland auch darauf achten, dass wir zu Ergebnissen kommen. Das fällt uns manchmal auch schwer, aber das ist alles eine politische Ebene, ja, sehr stark. Wir sind ja ein Wirtschaftsunternehmen und ich glaube, es ist einfach besonders wichtig, dass in einer Zeit, wo es sehr große politische Spannungen gibt und wo auch aus einigen politischen Kreisen heraus das Wirtschaften und der Handel zwischen Ländern stärker in Frage gestellt wird, dass es Unternehmen gibt, die hier besonders positive Zeichen setzen. Dazu gehören wir. Wir sind ein Unternehmen, was versucht, sich auch gesellschaftlich zu engagieren für mehr wirtschaftlichen Austausch zwischen verschiedenen Ländern. Wir haben beispielsweise ein Projekt, das wir sehr stark sowohl mit initiiert haben, aber auch sehr stark unterstützen, wo es darum geht, einen gemeinsamen Wirtschaftsraum von Lissabon bis Vladivostok zu schaffen. Ein Projekt, wo man sagt, die Europäische Union und die Eurasische Wirtschaftsunion sollten sich zunächst einmal wirtschaftlich zusammentun und natürlich letztendlich auch die Länder, die dazwischen noch sind, wie die Ukraine, wie Georgien, wie Usbekistan und so weiter. Ich glaube, als Unternehmer kann ich sagen, empfinden wir eine besondere Verantwortung, gerade auch in einer Zeit, wo auf politischer Ebene ich persönlich den Eindruck habe, dass die Politik gerade in eine Sackgasse gelaufen ist. Und wir versuchen hier gewisse Verantwortung mit zu übernehmen, um das Gemeinsame zwischen den Ländern voranzutreiben. Die Sprache ist immer sehr, sehr wichtig. Vielleicht nicht wichtig, um sich im Alltagsleben zurechtzufinden. Das funktioniert vielleicht mit wenigen Russischkenntnissen auch. Aber um die Kultur zu verstehen, ist Sprache unumgänglich. Nur mit Sprache kann man verstehen, wie sich Leute untereinander auch nonverbal unterhalten. Wenn man einen Einblick hat, wie die Prozesse funktionieren, wie Treffen auch im Business funktionieren, damit man auch in der Privatzeit sich besser einfinden kann im Land. Also die Sprache ist definitiv wichtig. Herausforderungen für Russland sehe ich im wirtschaftlichen Bereich ganz eindeutig bei der Frage der Modernisierung. Wir sehen, dass eine gewisse Modernisierung stattfindet. Wir haben beispielsweise in der Automobilindustrie eine Modernisierung. Allerdings sehen wir, dass die Modernisierung häufig dadurch voranschreitet, dass ausländische Investoren die Initiative ergreifen, wie zum Beispiel in der Automobilindustrie. Gleichzeitig empfinde ich es aber für ein Land wie Russland sehr wichtig, dass die traditionelle russische Industrie eine grundlegende Modernisierung durchführt. Hier ist eine ganz große Herausforderung für Russland drin, bei der ich im Moment noch nicht sagen kann, dass ich sehr positiv gestimmt bin. Hier, glaube ich, muss Russland viel, viel mehr Anstrengungen unternehmen, um die klassische russische Wirtschaft zu modernisieren. Im wirtschaftlichen Aspekt natürlich die Diversifizierung der Wirtschaft ist wichtig. Man muss Unternehmen schaffen, die konkurrenzfähig sind, die mit Innovationen dann auch technologisch so weit sind, dass
gut ausgebildete Mitarbeiter, motivierte Mitarbeiter, neue Technologien effektiv verwenden können, um dann eben auch Produkte zu erzeugen, die am Weltmarkt mithalten können mit asiatischen, europäischen, mit amerikanischen Produkten. Das heißt, sich weg vom primären Wirtschaftssektor zu bewegen und dann die Industrieentwicklung technologisch neue, wichtige und konkurrenzfähige Produkte zu finden. Der Bereich der erneuerbaren Energien, natürlich auch interessant für Russland, damit man nicht vielleicht von Erdöl, Erdgas so abhängig ist, dann auch in diesen Bereich zu investieren, wäre wahrscheinlich eine sehr, sehr interessante Alternative. Wirtschaftlichen Aspekt, ich würde es andersrum formulieren, können wir sagen, wir passen sehr gut zusammen, weil wir in vielen Bereichen unterschiedlich sind. Gerade deshalb passen wir so gut zusammen. Der Westen, Westeuropa, die Europäische Union, zeichnet sich sehr stark durch die Industrialisierung, durch Hightech, durch gute Ingenieure aus. Russland und auch einige Nachbarländer sind reich an Ressourcen, sind sehr reich an kreativen Menschen und sind sehr reich an IT-Experten. Und diese Kombination, wo wir auf der einen Seite sehr kreative Menschen haben in Russland, sehr Ressourcen haben, sehr viele IT-Experten haben und auf der anderen Seite aus Deutschland und anderen Ländern in Westeuropa sehr viele Technologien, sehr viel Know-how haben, sehr viele Ansätze für die Industrie 4.0, die Entwicklung, das passt eigentlich sehr gut zusammen. Und insofern kann man sagen, dass diese Unterschiede unserer Länder sind eigentlich gerade eine große Chance, wenn man sich zusammentut, daraus wirklich, wie man im Englischen sagen würde, eine typische Win-Win-Situation zu kreieren. Ja. Ein weiteres Argument auch mit diesen unterschiedlichen Volkswirtschaften, die aber sehr gut zusammenpassen, ein weiteres Argument für diesen Wirtschaftsraum von Lissabon bis Vladivostok. Die Unterscheidung, es ist vermutlich auf wie Ressourcen verwendet werden. Nicht nur jetzt Ressourcen im Bereich Öl, Gas etc., wie sie halt in Russland dann eher exportiert werden, in Europa dann importiert, auch Personalressourcen, wie sie eingesetzt werden, andere Ressourcen, wo wir in Europa an der Effektivität noch etwas besser sind, meiner Meinung nach, als in Russland, woran wir aber hier arbeiten und uns verbessern können. Dadurch, dass das meine erste Berufserfahrung ist, kann ich vielleicht nicht viel darüber sagen. Meiner Meinung nach ist es in Russland vom geschäftlichen Aspekt her vielleicht etwas bürokratischer als beispielsweise in Deutschland. Was die Wirtschaft angeht, ist das wohl bekannt, dass es gerade Sanktionen gibt. Allerdings muss ich sagen, dass ich davon persönlich nichts mitbekommen habe. Waren sehr überrascht. Zunächst überrascht, grundsätzlich nach Russland zu gehen für eine bestimmte Zeit, für das Praktikum damals vor etwa 10 Jahren und dann eben noch mehr überrascht, dass ich doch bislang 10 Jahre jetzt in Russland bin und hoffentlich noch bleiben werde. Meine Eltern sind etwas gespalten dadurch, dass meine Mutter sehr froh darüber ist, beispielsweise, dass ich hier arbeite, mein Vater wiederum gar nicht. Und meine Freunde, ja, sie sagen, sie bewundern es natürlich sehr, dass ich umgezogen bin, dass ich sozusagen ein neues Leben hier angefangen habe. Sind sich aber noch nicht so ganz sicher, ob ich hier für immer bleibe. Dadurch, dass meine Familie aus Russland kommt, war ich sehr vertraut mit der russischen Kultur und hatte eigentlich schon das Gefühl, dass ich alles gesehen habe. Für mich war es eher interessant, etwas mehr von der Berufswelt zu erfahren. Deswegen hatte ich mich damals dann auch für das Praktikum entschieden. Deswegen, bei mir war wahrscheinlich eher das Interesse in professioneller Hinsicht. Für mich persönlich ist natürlich interessant, Moskau ist eine Großstadt mit sehr, sehr vielen Möglichkeiten. Beruflich wie auch privat, auch die Zeit intensiv und produktiv zu verbringen. Es ist eine schöne russische Kultur, ist natürlich auf der Datscha Zeit zu verbringen, mit Freunden, mit Kollegen, mit Verwandten.
Und das ist eben so die Hauptaktivität auch im Sommer am Wochenende. Am schwierigsten hier? Ich würde sagen, mich hat etwas das Leben in Moskau überfordert. In den ersten Monaten, dadurch, dass ich im Winter hierher gekommen bin. Es war doch etwas kälter, als ich gedacht habe. Ich denke aber, dieser ganze Trubel, die Hektik, das sind alles Faktoren, die sind nur zeitlich und man muss sich mit der Zeit etwas dran gewöhnen und danach kann man sich auch super einigen. Aber Staus sind natürlich wahrscheinlich das, was keinem Ausländer gefällt. Mhm. Man verbringt viel Zeit im Verkehr. Und es ist, diese Transportwege von A zu B sind viel, viel größer als beispielsweise in Österreich. In Russland sagt man, glaube ich, Minimum Час, also von einem Punkt zum nächsten. In Wien oder in Deutschland sind das 5 oder 10 Minuten. In Russland habe ich inzwischen gelernt, selbstständiger zu sein. Manchmal auch etwas strenger aufzutreten, dadurch, dass die Mentalität sich doch etwas unterscheidet von der deutschen beispielsweise. Und ja, ich denke, jeder kann hier einige neue Seiten an sich kennenlernen. Meine Zukunft sehe ich im Moment noch in Russland, dadurch, dass ich mir selbst sozusagen beweisen möchte, dass ich sowohl in Deutschland als auch hier zu Hause sein kann. Und jetzt gerade kann ich mir auch gut vorstellen, hier weiterhin zu leben. Allerdings weiß ich nicht, wohin sozusagen meine Wege gehen werden. Ich hoffe, dass ich mich hier maximal entwickeln kann. Und ja, mal schauen, wie es dann in weiterer Zukunft aussehen wird. Auf jeden Fall noch lange in Russland zu bleiben. Und eben mit der Schneider Group auch weitere Projekte in Österreich, in Deutschland, überall voranzutreiben. Eben unseren ausländischen Kunden und Interessenten zu helfen, in Russland Fuß zu fassen und auch dann die deutsche Wirtschaft noch mehr hierher zu bringen. Das ist auch so ein bisschen eine sehr, sehr langfristige Perspektive, da es natürlich in den wirtschaftspolitischen Umständen oft nicht einfach ist. Aber doch das langfristige Ziel, dass die Kommunikation zwischen Russland, Deutschland, Österreich wieder auf ein besseres Niveau kommt. Die Deutschen historisch versuchen sich in den letzten Jahrzehnten, gerade insgesamt nach dem Zweiten Weltkrieg, eher aus vielen Sachen herauszuhalten. Lange Zeit hat Deutschland es vermieden, in der UNO oder im Weltsicherheitsrat eine tragende Rolle zu spielen. Deutschland war immer sehr vorsichtig, wenn es um internationale Friedens- oder Militäreinsätze ging. Und das hat natürlich sehr viel damit zu tun mit der Geschichte Deutschlands und insbesondere dem Holocaust im Rahmen des Zweiten Weltkrieges und all dem Schrecklichen, was passiert ist. Es gibt in Deutschland sehr viele Diskussionen zu der Frage, wie sollten wir uns in die Weltgeschichte einbringen. Und da tun wir uns in Deutschland, ist mein Eindruck, ich würde nicht sagen, tun wir uns schwer, aber wir diskutieren da sehr viel drüber und wir haben da auch keine, empfinde ich zumindest so, noch keine ganz klare Richtung. Finde ich auch nicht, dass es unbedingt notwendig ist, sondern wir haben da, ich glaube, einen sehr pluralistischen Ansatz in dieser Frage. Aber wir haben auch eine sehr intensive Diskussion dazu. Und wir haben eine sehr intensive Diskussion in Deutschland zu der Frage, der traditionelle Partner und Freund und Sicherheitspartner, kann man auch sagen, Amerika, führt mehr eine Politik durch, die zu einer amerikanischen Isolierung führen kann. Und wir haben in Deutschland eine sehr intensive Diskussion darüber, sollte das dazu führen, viel stärker mit Russland und insgesamt dem russischsprachigen Raum zu kooperieren. Die Diskussion ist deshalb so intensiv, weil, wie Sie wissen, Deutschland und der Westen insgesamt mit einigen
Schritten, die Russland unternommen hat, im Zusammenhang mit der Ukraine, im Zusammenhang mit der Krim, unterschiedliche Meinungen vertritt. Und deshalb tun wir uns in Deutschland im Moment sehr schwer bei dieser Frage. Auf der einen Seite möchten wir viel mehr mit Russland machen und den Nachbarländern. Und wir möchten auch eigentlich dieses Projekt Wirtschaftsraum Lissabon, Vladivostok voranbringen. Das ist ein offizieller Punkt in der deutschen Regierung. Aber man tut sich schwer, aufgrund eines gewissen Zerwürfnisses mit Russland, was mit der Ukraine, der Sichtweise um die Ukraine zu tun hat. Meine persönliche Meinung dazu ist, ich glaube, sowohl der Westen als auch Russland, beide müssen mal einen Schritt zurücktreten. Und beide müssen sich überlegen, wo habe ich selber auch Fehler gemacht. Wir sind im Moment eher in dieser Phase, wo wir uns gegenseitig Vorwürfe machen. Und wir müssen in die Phase übergehen, wo wir einen Schritt zurücktreten und jeder für sich überlegt, ohne dass man sagt, das war richtig, was der andere gemacht hat. Ja, da gibt es unterschiedliche Meinungen, die werden auch so bleiben. Aber trotzdem muss man sich auch fragen, was hat man selber falsch gemacht. Und wenn wir uns das nicht fragen, werden wir, glaube ich, ganz schwer vorankommen.